so die Demografie anschaue, dann wissen wahrscheinlich die meisten, worum es zu geht. Ein bisschen. Ich als Deutscher komme nicht so wirklich Computerfestival in Zürich eigentlich auch nur wieder aus. Also, das ist ja ganz klar. Der erste Tag war schon ganz toll hier. Wir hatten auch viel mehr Besucher wie letztes Jahr, das erste Mal hier. Dieses Jahr tatsächlich auch dann im Stand mit einer Kollegin zusammen, die Aisha. Und eine Sache, die wahrscheinlich alle hier haben, ist eine Hosentasche. Und die meisten Hosentaschen heutzutage sind online. Das war aber nicht immer so. Und bestimmt hat jemand von euch eine Idee, wie das so ungefähr vor 40 Jahren ausgesehen haben könnte, wie man da online gegangen ist. Und welche Idee? Ich möchte das ganz gerne als Dialog haben, wenn ich als Vorgänger. Okay. Ja. Jemand eine Idee, wie das früher aussah? Jemand eine Idee, wie man 1980 online gegangen ist? 1980? Ja. Das ist Akustik-Bombe. Ah. Akustik-Bombe, genau. Akustik-Bombe, richtig. Ja, der kann ja auch. Der sah so aus. Das ist ein Original-Gelb. Früher hat man tatsächlich dann das Telefon genommen, hat damit dann die Telefonnummer gewählt, hat es dann in ein Gerät gescheckt. Und dieses Gerät hat dafür gesorgt, dass die Töne, die über das Telefonnetz übermittelt wurden, in Daten umgewandelt worden waren. Irgendwann hat man sich dann gedacht, naja, das ist halt schon auch ziemlich aufwendig, wenn ich dann halt ein Gerät habe zu wählen, und dann sich das dann noch reinschicken und so, die Geschwindigkeit war halt auch nicht so super. Und dann hat man irgendwann überlegt, ey, wir können doch einfach ein anderes Gerät machen. Das Gerät sah dann so aus. Das ist ein Modem der Firma Hayes. Modems haben, ähnlich wie alle anderen Maschinen, auch eine Art Maschinensprache, und zwar den AT-Command-Set. Und die Firma AT Hayes hat den Standard gesetzt und der wird tatsächlich auch heute immer noch benutzt. Ich habe noch ein paar andere Beispiele hier. Wir haben hier zum Beispiel ein sehr, sehr populäres Modem, das war das Zeiss U1469. Das haben ganz, ganz viele Leute gehabt, weil das war sehr, sehr stabil, war unfassbar teuer, aber musste man halt irgendwie haben. Alles gut? Okay. Das Modem hat einen Prozessor drin von einem Amiga. Also das Ding ist wirklich schnell. Zu dem Zeitpunkt waren halt 14.400 Baud, die maximale Baudrate, die man so hatte. Und durch die Kompression, also die Daten wurden bei der Datenübermittlung komprimiert, wie man sich das halt heute so mit ZIP oder so vorstellen kann. Und dadurch konnte man halt eine deutlich höhere Datenrate erreichen. Man hat also bei dem Datentransfer die Daten komprimiert und entkomprimiert. Das Wort Modem ist auch ein Kunstwort. Das stammt von Modulation und Demodulation. Das ist halt genau das, was ich vorhin mit dem Akustikkoppler schon erklärt habe, dass man halt die Daten als Audio über die Telefonleitung geschickt hat und dann halt jeweils immer wieder in digitale Impulse für den Computer umgesetzt hat. Als dann der Massenmarkt und der ganze China-Markt dazu kam, gab es halt auch sehr viele generische Modems. Die waren sehr günstig und alle furchtbar. Also eine Marke, die tatsächlich in der Qualität sehr abgestürzt ist, waren die Elsa-Modems, die Microlink-Modems zum Beispiel, die waren hervorragend. Und dann haben sie irgendwann USB-Modems gemacht, die sahen aus wie eine ganz furchtbare Apple-Kopie, weil die halt so farbige, durchsichtige Gehäuse hatten und die Dinger konnten einfach nichts mehr. Sehr schade. Aber man hat dafür natürlich ganz viel verkauft. Es gab dann auch ganz seltsame Lösungen in der Übergangszeit, wo das mit den Mailboxen nicht mehr so war, sondern halt eben mit dem Internet. Da gab es dann Modems, die haben sich per Bluetooth verbunden. Also damit man dann halt mit seinem Netbook per Bluetooth halt online sein konnte. Da gibt es eins von Acer, das habe ich noch nicht zum Laufen gebracht, ich habe es auch nicht mit, aber das war halt auch so ein Ausreißer in der Geschichte. So, jetzt wird es ein bisschen technisch. Das hier, ich zoome das mal ein bisschen ran, das ist ein Diagramm, wie so ein Modem-Connect aufgebaut ist.
Das ist der sogenannte Handshake. Hier vorne sehen wir den Dial-Ton, also den Wählton. Und dann sieht man, wie gewählt wird. Und dann wird es relativ interessant, weil je länger der Handshake dauert, desto höher ist die Geschwindigkeit vom Modem, also der Datentransferrate. Was das Modem in dem Moment macht, ist, es verhandelt halt mit dem Servermodem. Wer bist du? Wie schnell bist du? Und wie gut ist meine Leitung? Also es wird ständig geprüft, ob die Bandbreite, die auf der Leitung vorhanden ist, wie weit die sein kann. So, der Verbindungsaufbau von 300 Baud ist super schnell erledigt. Wenn man heutzutage einen Fax verschickt, dann sind das auch meistens nur 9600 Baud. Die Verbindung geht halt innerhalb von, nach dem Wählen, 10, 15 Sekunden steht halt die Verbindung. Haben wir eine 56K-Verbindung, dauert das Ganze halt schon deutlich länger, weil viel mehr ausgehandelt wird. Wie man das hier sehen kann, ist die Bandbreite bei L1 und L2, was hier in Rot dargestellt ist, so breit aufgestellt, dass halt die Leitung passen muss und beide Modems müssen das halt können. Beim 65K-Modem war das halt leider, also beim 56K-Modem war das halt auch so, dass es zwei Standards gab. Es gab 56K Flex und V92 von USL Robotics. Und das hat nie wirklich funktioniert. Also die 28,8er Baudraten, also 28.800 Baud, die man dann so in der Regel erreichen konnte, auch mit diesen Modems, waren halt so das Maximalste, weil die Dämpfung, also die Leitungslänge bis zur Vermittlungsstelle, hat dafür gesorgt, dass diese Bandbreite nicht erreicht werden konnte, weil zu viel Störeinflüsse da waren und zu wenig Geräusche am anderen Ende ankamen. Diese Technik wird heute auch benutzt, das Kabelmodem, was zu Hause steht, was Fernseh und alles andere halt heutzutage liefern kann, benutzt die gleiche Technik, aber halt eben nicht nur in dem hörbaren Frequenzbereich, was das Telefonnetz halt bieten konnte mit dem Kupferkabel, sondern die Koaxialkabel haben eine so breite Bandbreite, dass man da ganz, ganz viele Frequenzen drüber verschicken kann. Jetzt muss ich hier erst wieder rauszoomen. Ich bin kein Mac-User. Fällt aber gar nicht auf. So, jetzt haben wir die Verbindungstechnologie und jetzt brauchen wir ja auch irgendeine Anwendung dafür. Dieser Kollege hier ist ein Amerikaner, der heißt Randy Süß. Und das hier ist Ward Christensen. Der sitzt neben der allerersten Mailbox, die je gebaut worden ist, die CBBS. Lief auf CPM und ist 1978 in Chicago erfunden worden. War ein echt schlimmer Winter, ganz, ganz viel Schnee und so. Die Jungs konnten nicht zur Arbeit fahren und haben sich dann überlegt, wir erfinden halt einfach mal sowas. Und publiziert wurde das Ganze dann halt erstmals im Byte Magazine. Das ist, ich weiß nicht, ob es im deutschsprachigen Raum dafür ein Äquivalent gibt, aber das war halt so eine Elektronikzeitung. Die ist halt von der Elektronikbastern immer mehr zu den Computern gegangen. Und da haben die das Ganze dann das erste Mal, wow, das ist hell. Da haben die das Ganze das erste Mal dann auch publiziert und man sieht auch da die beiden Namen von den Leuten. Und die haben sich halt Gedanken gemacht, was halt so eine Mailbox oder so eine BBS können muss. Und das waren halt im Prinzip, das Telefon muss halt antworten können auf der anderen Seite und man muss dann halt den Request, den der User hat, den muss man halt vernünftig verarbeiten. Und das eigentliche Ziel der ganzen Sache war halt eben, dass man ein Bulletin Board hat, also so ein schwarzes Brett. Das sollte halt nur dann elektronisch aussehen. Und das sah dann so aus. Das ist tatsächlich eine CPM-Box, die ist auch heute noch online. Das ist die RC-Box aus Düsseldorf. Die läuft auf CPM. Das ist jetzt nicht die CBBS-Software von den beiden Mailbox-Erfindern. Aber man bekommt schon so das Feeling, weil die Funktion halt schon sehr eingeschränkt ist auf dem System. Ich sage jetzt eingeschränkt, weil wir uns gleich noch ein paar andere Sachen angucken werden. Das, was wir jetzt hier alles sehen, ist halt ASCII. Und nach ASCII kam ANSI. Das ist ein erweiterter Zeichensatz, der erlaubt hat, rudimentäre Grafiken darzustellen. Also wir sehen hier rote Hintergrundfarbe zum Beispiel bei dem Hashtag. Und man kann auch im Zeichensatz halt, das Ganze erinnert so ein bisschen wie an diesen grafischen Zeichensatz, den der C64 zum Beispiel hat.
Und aus dieser ganzen Geschichte ist dann halt tatsächlich auch eine Kunstszene entstanden. Also die Ansi-Art-Szene hat sich so, ich würde sagen, Mitte der 80er angefangen zu gründen. Und die sind auch heute immer noch aktiv, aber da zeige ich dann später noch mal ein paar Sachen dazu. Dann wurden die Mailboxen halt immer bunter und haben natürlich auch viel mehr Leute in die Boxen gelockt, weil das halt schon was ganz Tolles war. So, jetzt haben wir aber halt einzelne Systeme, die halt nicht vernetzt sind. Also man hat die Möglichkeit, eine Nachricht auf einer Mailbox zu lassen, aber man hat die halt nirgendwo hin transportiert, sondern wenn ich da eine Antwort erwartet habe, musste ich halt wieder da anrufen. Und dann kam der Kollege hier 1983 ins Spiel, der heißt Tom Jennings und der hat das FidoNet oder FidoNet erfunden. Ist ein echt netter, schräger Vogel und das kennen vielleicht noch welche. Das ist der Fido-Hund und das ist die falscheste Information, die es gibt. Weil das ist nicht der Hund von Tom Jennings, wie es so der Mythos halt immer sagt, sondern wenn wir unten rechts auf die Pfote gucken von dem Kollegen, da steht JM. Das sind Initialen von John Medill. John Medill war die zweite Node des Fido-Netz. Tom Jennings war die erste und John Medill hat das mit ihm alles getestet. Und der hat irgendwann diesen Hund gezeichnet. Denn das FidoNet ist entstanden aus einer Fido-Mailbox-Software. Das war halt erstmal gar keine Netzwerksoftware. Und Tom Jennings hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal einen Hund, sondern der hat unter anderem fürs Army BIOS oder fürs Award BIOS, ich weiß es nicht mehr, oder Phoenix BIOS, jedenfalls für irgendeinen BIOS hat er halt programmiert. Der Name ist halt wirklich, er selber weiß auch nicht mehr woher, also warum es diesen Namen dann halt irgendwie gab, aber es ist auf jeden Fall nicht der Hund. Dieser Mythos ist halt, ich habe ihn auf vielen FidoCons versucht schon zu erklären und ich dachte, vielleicht erreiche ich in der Schweiz jemanden damit. So. Es gab aber nicht nur das FidoNet oder FidoNet, wo man sich vernetzen konnte. Wir sehen jetzt hier ein Bild von der Bionic aus Bielefeld. Das ist das Z-Netz, das Cerberus oder Z-Connect. Oder Janos, ja, die hatten echt so viele Namen wie Geschäftsführer. Der besondere Unterschied dazu ist, dass das FidoNet baute auf einem Mailer-System auf. Also wenn wir eine Mailbox haben, brauchten wir im Hintergrund immer noch einen Mailer, der dafür sorgt, dass die Nachrichten zwischen den einzelnen Systemen halt abgerufen wird und einsortiert wird. Bei dem Z-Connect war es halt so, dass die Mailbox-Software selbst eine Art speziellen Login hatte. Also es gab keine Software, die im Hintergrund lief, sondern der Username war Klammeraffe, also Ad. Das Ad hieß damals einfach Klammeraffe. Und dann war der Username Janus. Und dann wurden Daten hingesendet und Daten zurückgesendet. Und die wurden dann auf dem anderen System einsortiert in die Nachrichtenbretter. Und konnte man dann halt so sehen, was in anderen Mailboxen passiert und da auch Kommunikation drüber machen. Wenn wir uns überlegen, dass wir 1985 die erste FidoNet-Node in Deutschland hatten und dass man einen Brief, also auch wenn er elektronisch war, ähnlich wie eine E-Mail, die wir heute kennen, innerhalb von 2 Tagen in die USA schicken konnten und dann auch eine Antwort bekommen haben in dieser Zeitspanne, war das schon eine Riesenerfindung, weil zu dem Zeitpunkt war die schnellste Möglichkeit, schriftliche Informationen dorthin zu bekommen per Flugzeug. Da wurde noch Airmail gemacht. Und die zwei, die da halt sind, haben auch ein Buch geschrieben. Also ich weiß nicht, ob es in der Schweiz verfügbar war, es war auf jeden Fall in Deutschland verfügbar. Und die haben das Ganze dann so als Volksnetz, also als erste Möglichkeit beschrieben, wo man seine Meinung frei äußern kann. Sowas wie Social Media, was wir heute immer noch haben. Es ist keine neue Idee. Dann gibt es aber noch andere Netze. Das ist zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen das Mausnet. Das Mausnet war anders aufgebaut wie das Z-Netz oder wie das FidoNet, sondern das war ein Ringnetz und das war eine organisatorische Katastrophe, weil jede Mailbox musste sich 2-mal am Tag mit irgendeiner anderen verbinden und wenn in diesem Ring eine Mailbox bei der anderen nicht angerufen hat, dann haben alle Nachrichten, also alle Mailboxen, die dahinter waren, einfach keine Nachrichten bekommen. Es lief aber trotzdem irgendwie, also sehr, sehr verrückt. Und wenn wir schon Nachrichten über Mailboxen und über Telefonleitungen verschicken können, ja, dann können wir das natürlich auch später irgendwann mit Dateien machen. Und jetzt kommen Raubkopien ins Spiel.
weil viele Sachen, vor allen Dingen in den USA, wurden dann zum Beispiel, wie man das auch hier sehen kann, als Shareware verteilt. Und man hat halt so kostenlos die ersten Level von dem Spiel an die Leute schicken können. Und die konnten dann per Mail, also per Snail-Mail, konnten sie dann halt einen Scheck oder Bargeld an die Entwickler schicken und haben dann die Vollversion bekommen. Und die Werbung dafür war, dass man halt in der Mailbox eine freie Version runterladen konnte und die halt anspielen konnte. Ist, glaube ich, heute so gut wie ausgestorben. Heute heißt das nur noch irgendwie Beta-Testing oder so und dann wird der Spieler dazu benutzt, um Daten zu heben. Ist halt auch nicht mehr ganz so cool. Ja, dann gab es natürlich die das dann halt ordentlich verteilt haben. Und die haben sich nämlich dann gedacht, ja, Moment mal, das ist doch irgendwie ziemlich cool, wenn wir dann halt kostenlos an Software kommen, dann müssen wir das ja nicht mal am Schulhof tauschen, sondern wir können das halt nachts, indem wir die Telefonleitung der Eltern kapern. Und dann gab es diese Dinge, dann gab es nämlich so kleine Intros vor den Spielen, die man sich so auf dem C64 oder Amiga kopiert hat. Da ging es nämlich dann am Anfang immer so, wer die Hackergruppe war, die haben dann halt andere Leute gegrüßt und so. Und aus diesen kleinen Schnipseln, die halt irgendwie noch mit auf die Spielediskette passen mussten, ist die Demoszene entstanden. Und die machen halt heutzutage immer noch absolut erstaunliche Dinge. Das sind halt auf zum Beispiel 4 Kilobyte sind das halt minutenlange Animationen. Und wo wir schon bei Spielen sind, weil das war das, was am meisten raubkopiert wurde, es gab auch Spiele in Mailboxen. Das zum Beispiel ist das Spiel Kiosk, das ist eine Wirtschaftssimulation mit der vorhin angesprochenen ANSI-Grafik. Da konnten sich dann die User per Highscore in den Mailboxen messen, wer halt am schnellsten und am besten die Pommes verkauft hat. Da gab es viele Klassiker, wie zum Beispiel Planets. Das war halt was für Sci-Fi-Nerds. Oder es gab auch was für Hacker, wo man dann seinen 486er aufrüsten musste, um Wardialing betreiben zu können und andere Dinge. Und dann gab es auch echte Hacker. Das ist ein Auszug aus den Fido-News. Die Fido-News wurden, ich glaube, seit 1984 verschickt. Die Fido-News ist so eine Art erzwungene Zeitung, die halt in digitaler Form an alle Nodes verschickt wurde, die Mitglied im Fidonet waren. Und dann war der eigentliche Autor der Fido News im Urlaub und dann wurde sein Computer gehackt. Und dann hat man es gibt eine Ausgabe, die zweimal erschienen ist, weil das ist 16. Februar und er schreibt dann hier, hey, was geht denn hier ab? Ich komme zurück aus meinem Urlaub und sagte dann, ich kann ja noch nicht mal irgendwie in Urlaub fahren, ohne dass halt irgendwie was passiert. Das Fidonet zu maintainen ist heute auch immer noch eine Riesenaufgabe. Ich weiß zum Beispiel von jemandem aus Deutschland, der auch heute immer noch die Point-Liste, also es ist ein Teil der Netzwerkliste, verwaltet, der hat das an seinem Geburtstag gemacht. Was in Deutschland passiert ist, in Deutschland hat sich nämlich das Fidonet sogar zerstritten und es gab dann mal zwei Loadlisten. Aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, sonst wären wir nie fertig. Also es gab auch tatsächlich schon Hackerangriffe in den frühen 80er Jahren. Und es gab auch tragische Nachrichten. 2004 zum Beispiel, da war der große Tsunami, da können sich vielleicht noch welche dran erinnern. Und da ist die einzige Node zum Beispiel von da, ist tatsächlich abgesoffen im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind dann andere Leute hingefahren aus dem Fidonet, um nach der Person zu suchen. Also der Zusammenhalt, diese Community ist halt gigantisch, auch heute noch. Heutzutage haben wir noch über 4503 Nodes im Fidonet. Die Zahl müssen wir aber noch ein bisschen erweitern, weil wenn wir von einer Node sprechen, dann ist das halt immer eine Mailbox oder ein Mailer, an dem weitere oder mehrere User beteiligt sind. Zum Beispiel auch Point-Systeme. Ein Point-System ist sowas wie eine Mini-Mailbox auf dem eigenen Computer. Und man geht so von einer Zahl von ungefähr 10.000 bis 15.000 Nodes nur im Fidonet aus. Aktuell sind 1024 Mailboxen auf der Mailbox-Liste telnetbbsguide.com gelistet. Und was haben wir jetzt? Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir heute noch so davon übrig haben. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es eine große Kunstszene gab mit ANSI Art. Die machen heute Ausstellungen.
Also die haben wirklich Räume, wo die Leute dann hinkommen, sich das halt anschauen. Das zum Beispiel jetzt ist aus einer Gruppe, da haben sich die alten Ansi-Art-Künstler aus der Mailbox-Szene zusammengeschlossen und die nennen sich heute Blocktronics. Und die machen halt Ausstellungen auf der Welt und die machen auch das längste Ansi der Welt. Das ist ein YouTube-Video, was dann halt die ganze Zeit scrollt und man sieht, wie sich die Motive laufend verändern. Also es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und die haben dann halt tatsächlich so richtig Galerieauftritte überall auf der Welt inzwischen organisiert. Was wir auch noch haben, ist die Demoszene. Die Demoszene ist zum Beispiel hier, das ist ein Bild aus der Evoke aus Köln. Die findet auch jedes Jahr statt. Ist quasi so eine Art Vintage-Computer-Festival für Demoszenen-Nerds. Da sind halt Leute, die unter bestimmten Voraussetzungen diese Animationen, die minutenlang sind, programmieren. Zum Beispiel, ja, du musst schaffen, 10 Minuten Animation auf 64 Kilobyte zu programmieren und solche Geschichten. Und weil wir in der Schweiz sind, können wir auch nochmal einen Blick darauf werfen, wie viele Mailboxen wir denn so in der Schweiz hatten. Hat da jemand eine Idee, wie viel das ungefähr sein könnten? So 1994, 95? Irgendeine Zahl in den Raum? Komm, ihr müsst auch mal ein bisschen mit mir arbeiten. Ja. Was ist denn mehr oder weniger? Weil die Zahl ist nicht akkurat. Okay, also es gibt eine Liste aus dem Januar 1994, da sind 552 Online-Systeme verzeichnet. Das ist schon eine Menge für ein kleines Land. Da sind allerdings auch Mailboxen bei, die halt mehr als eine Leitung haben. Also tatsächlich liegt es so um die 525, wenn man so einzeln so nachzählt. Es war schon viel für die Schweiz. Bitte? Ja. Die Mailbox-Welt damals war tatsächlich dann auch mal eine wissenschaftliche Studie. Da hat jemand seinen Masters oder so, würde es heute sein, gemacht. Und zwar war das die Beatrice Tobler. Die hat über 200 Seiten verfasst und ist halt vielen, vielen Sachen nachgegangen. Das Tolle halt daran ist, dass diese Arbeit ist heute halt frei zugänglich und wir können da halt solche Sachen sehen wie der Punkt 634 Gröl, was halt damals ein sehr, sehr oft benutztes Wort war in den Chats, in Mailboxen. Und sie liefert halt auch noch Screenshots, wie das halt früher ausgesehen hat in den Schweizer Mailboxen. Das fand ich sehr interessant. Ja, das zum Beispiel ist die Women's BBS und eine relativ bekannte Mailbox war die Chaosbox. Und die Chaosbox hat auch eine Sache gemacht, die man halt früher auch sehr oft gemacht hat, und zwar waren das User-Treffen. Man hat sich dann also halt nicht nur online getroffen, sondern auch persönlich. Und dann sahen die Sachen so aus. Ich weiß nicht, ob es dem Frosch heute noch gut geht, so gegrillt auf dem CRT-Monitor, aber so sahen die Sachen dann halt damals alle aus. 2001 wohlgemerkt, also nicht mehr so in den 90er Jahren. 1999 war mit Mailbox auch schon nicht mehr so viel los, weil da waren halt im Briefkasten ständig AOL-CDs und so, da kam halt wirklich so das Web langsam auf. Es gab aber auch Businessmodelle. Also die Leute, die halt eine große Mailbox hatten, haben sich dann irgendwann gedacht, ja Moment mal, weil ich ja sowieso schon ziemlich viel mit DFÜ mache, oh, DFÜ heißt Datenfernübertragung, wird heute meistens mit IT gleichgesetzt. Die haben sich dann gedacht, ja, ich könnte ja ein ISP werden, also Internet Service Provider oder halt eben ein Webhoster und biete halt Speicherplatz an für Webseiten. Und das ist der mir Bekannte, der das halt in der Schweiz gemacht hat. Ich habe aber gestern jemanden kennengelernt, der das auch gemacht hat. Also es gab mehr Beispiele wie diese. Und dann haben wir noch ein ziemlich großes Beispiel. Das ist, die Computerfirma Struderus, die kennt vielleicht jemand in der Schweiz? Ja, die kennt jeder, ja. Die haben angefangen, Zeixel-Modems zu verkaufen und sind damit richtig groß geworden. Und was die gemacht haben, ist, wenn man nachweisen konnte, dass man Sysop ist, also der Inhaber einer Mailbox, dann hat man das Modem zum halben Preis bekommen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass die eigentliche in den 90ern, also 94, 95, hatte man 14.400 baut. Und wenn man aber 19.200 hatte, nur wenn man das Gerät getauscht hat und das Gerät in der breiten Masse überall verfügbar war, weil es ja günstiger war für die Systemanbieter,
dann haben natürlich viel mehr Clients das auch gekauft. Und das war eine absolut hervorragende Marketingstrategie, die man da damals gemacht hat. Und das hat dafür gesorgt, dass die Firma seit über 25 Jahren gibt. Und bei uns am Stand, also wir haben hier auf der Messe auch einen Stand, da liegt zum Beispiel das 1496P von Zeixel. Das ist das einzige portable Zeixel-Modem in der Schweiz. Also wenn da jemand Interesse hat, später auf jeden Fall mal gucken gehen. Ich werde es tatsächlich fertig oder halt offen für Fragen, falls jemand Fragen hat zu einem bestimmten Thema. Gerne loslegen. Auch dumme Fragen sind immer großartig. Ich habe eine Frage in Frankreich. Ja. Ja, es gab immer mal wieder so Ausreißer. Es gab zum Beispiel auch RipTerm. Das RipTerm war eine sehr grafische Oberfläche zum Beispiel. Also du hast ganz, ganz viele Eigenentwicklungen, weil es gab ja noch keine große Vernetzung damals. Also, oh, okay. Ja. In Deutschland gab es zum Beispiel BTX, das ist halt auch, ja genau, das ist halt auch so eine Sache. Das sind halt alles, da hat halt jeder so seine eigene Suppe gekocht. Ich glaube, Österreich hatte noch sowas Ähnliches wie BTX, also das ist mir halt bekannt. Mhm. Nee, also, ja, also BTX, um das zu erklären, BTX ist halt, genau, ja, genau. Also der Videotext heißt auch richtig Teletext. Nicht böse sein, wenn ich da... Nein, nein. Ah, okay. Ah. Ach so, okay, alles klar, verstehe, okay. Ja. Ah. BTX, ja. Okay. Also ich würde, um die Frage mal so ein bisschen anzugreifen, ich würde sagen, dass die kommerziellen Produkte, Minitel, BTX und so weiter, tatsächlich darauf abgezielt haben, halt Geld zu machen. Ja. Erst 10 Jahre später, dass es dann interessant war. Ja. Ich meine, deshalb dachte ich, Minitel ist auch Französisch, oder? Ja, ja. Minitel war sogar so, dass du praktisch die Bevölkerung kriegst, muss du nicht bestellen. Das ist jetzt das neue Telefon, die haben das richtig quasi den Leuten. So wie AOL-CDs. Das haben sie in Österreich auch mit BTX gemacht. In Österreich gab es tatsächlich BTX-Telefonzellen. Ja, also das kenne ich so schon. Bei den Mailboxen, gerade wenn wir die späten 70er oder die 80er Jahre betrachten, da hat es in der Regel keinen kommerziellen Nutzen für gegeben. Also da wurde halt selten Geld mitgemacht. Das fing dann halt später an. Dann haben auch Firmen Supportboxen angeboten, wie zum Beispiel Commodore hatte eine. Commodore hat aber auch im Usenet schon Dinge gemacht, als das halt alles so ein bisschen angefangen ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein Spielehersteller aus Düsseldorf oder Neuss war es, glaube ich, Softgold, die hatten auch eine Supportbox, wo man sich dann halt Patches runterladen konnte von einem Spiel. Also da gab es halt selten halt so Sachen, wo man sagen kann, das sind halt alles verschiedene Formen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie man hat ja auch heute verschiedene Webseiten, also Webseitentechnologien. Und so würde ich das halt einschätzen, dass das halt eine Form war, um halt kommerziell, um Geld zu verdienen halt einfach. Ne? Dass man, vor allen Dingen, wenn man die Dinger so wie AOL-CDs einfach bekommen hat und jetzt kannst du das benutzen und das hat dann halt Geld gekostet. Das Einzige, was man halt in der Regel bezahlt hat bei einer Mailbox, waren halt Telefongebühren. Und jetzt muss ich mal gucken, wer hat denn damals hier Mailboxen benutzt? Da ist doch bestimmt, ja. Höchste Telefonrechnung? Blue Boxing und Calling Card, alles klar. Sollen wir da mal eben drüber sprechen? Also es gab die Möglichkeit, kostenlos zu telefonieren. Heute ist, also es war auch damals knallharter Betrug.
Calling Cards waren generierte Nummern, die meistens auch einen echten Account dahinter haben, der mit einer Kreditkarte bezahlt wurde. Also man hat das Telefon genommen und hat gesagt, I want to call to wo auch immer hin. Und dann hat man die Nummer eingetippt, da gab es kleine Geräte zu, die dann Töne gemacht haben am Hörer. Und dann hat man eine Leitung bekommen und dann hat man das Knöpfchen, also meistens am Zeigsel gedrückt, weil das konnte das nämlich. Weil man konnte am Zeigsel hinten nämlich direkt das Telefon einstecken. Und dann konnte man umsonst überall auf der Welt telefonieren, also übers Modem. Und da gibt es auch noch eine interessante Geschichte aus den USA, warum das Mailboxing so groß in den USA geworden ist. Und zwar hängt das zusammen mit einer Müsli-Packung. Also nicht kleine Mäuse, sondern das Cereal, also das Frühstück. Das Captain Crunch hieß das Frühstücks-Cereal. Da war eine kleine Pfeife drin. Diese Pfeife hat den exakten Ton getroffen, wo die Vermittlungsstelle der, von AT&T, also dem größten Telefonanbieter in den USA, registriert hat, okay, die Leitung wurde aufgelegt. Weil es war tatsächlich so, wenn man die Gabel runtergedrückt hat auf dem Telefon, gab es halt diesen Ton. Das heißt also, man hat den Ton gemacht, hat wieder aufs Knöpfchen gedrückt vom Modem und konnte dann auch in den USA kostenlos telefonieren. Das ist der Grund, warum die BBS so explodiert ist. Und Steve Jobs und Voss haben tatsächlich auch blaue Kästen gebaut, die dafür gesorgt haben, dass man diesen Ton generieren konnte und danach halt wählen konnte. Ich sage jetzt nicht, dass Apple daher das Geld hatte, um anzufangen, aber sie haben es halt gemacht, als sie studiert haben. Ja, das ist... Ja, ich glaube aber, da war auch jemand von IBM und noch andere Leute damals irgendwie involviert, die der Garage da ein bisschen zu Geld verholfen haben. Ja. Ja, es gab... es gab auch zum Beispiel so Geschäftsmodelle, also Geschäftsmodelle von Privatleuten, wenn man halt eine Crash-Mail schicken wollte über das Fidonet. Das war halt eine Nachricht, die sofort zugestellt wurde. Da musste man dann halt erstmal irgendwie ein bisschen Guthaben einzahlen auf das Konto vom Mailbox-Betreiber, weil das kostete dann natürlich irgendwie Telefongebühren. Aber wie hoch war denn da die Telefonrechnung? Ungefähr? Dreistellig? Vierstellig? Ja, dafür gab es ja Calling Cards. Ja. Das stimmt. Ja. Disketten per Post habe ich noch eine andere Geschichte. Discmail, also Discmax, also Magazine auf Diskette. Quasi E-Books, wie wir heute kennen, wurden halt damals per Diskette verschickt, konnte man auch abonnieren und dann konnte man da halt Szenen-News von den Hackern oder sowas halt lesen, gab es auch ganz viel. Das bekannteste aus der Schweiz ist Hygi, H-Ü-G-I, gibt es auch heute noch in Archiven zu finden, falls jemand da mal ein bisschen gucken möchte. Ja. Aber Kredit hat plötzlich gebaut und Gelderport und Soundcard und waren einige von den ersten, die dann tatsächlich auch Treiber-Updates veröffentlicht haben, aber nicht im Internet, sondern die haben die dann an ausgewählte BBS geschickt. Die hatten ja auch eine ganze Modem-Reihe, Communicator hießen die. Könnte sein. Ja, Trust Communicator, die sahen auch alle gleich aus, aber hatten dann verschiedene Geschwindigkeiten. Also ja, okay. Noch jemand eine Frage? Also wir können über alles Mögliche sprechen, was ich angerissen habe. Demoszene, Ansi-Art, Funktionen der Technologien. Was man vielleicht noch erwähnen muss, große Konkurrenz in den Aufgaben von dem Internet, eine Kompuserver. Hatte man die Möglichkeit, lokal in Zürich einzumählen, ja. Ja.
Meine Schule ging auch über CompuServe online. Ja, ja, also das war halt so der erste Weg. Das war so eine Hybrid quasi. Also man hatte halt eine lokale Einwahl und wurde dann halt weiter vermittelt, in Anführungszeichen. Ja, das ist korrekt. Ja. Oh, das. Ja. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin 1994 dazu gekommen, da war ich halt 14 und da fing das schon langsam an aufzuhören. Ist aber halt immer noch. Ja. Ja. Aber was glaubt ihr denn, wie man heute zum Beispiel in eine Mailbox gelangt? Kleiner Tipp. Ja, man benutzt tatsächlich Telnet oder SSH. Also das ja. Voice-over-IP ist auch noch so ein bisschen möglich. Das kommt halt immer darauf an, wie viel Hops, also wie viel Knotenpunkte man halt im Internet hat, bis man dann halt da ankommt. Also das, ja. Und es gibt sie halt heute immer noch. Es ist verrückt. Es gibt auch in Deutschland gibt es zum Beispiel noch die FidoCon, die jedes Jahr stattfindet und so. Und es ist als etwas jüngere Generation dann halt schon ein bisschen schwierig zu sehen, wenn die Leute halt anfangen wegzusterben, weil wir verlieren auch die Anfänge der Online-Kultur. Die ganzen Smileys, die wir heute verwenden, die stammen aus dieser Zeit. Hier vorne liegen ein paar Flyer aus. Da sind zum Beispiel von 1979 aus einer Dokumentation von der Mailbox-Software, da hat man halt einfach diese Smileys abgedruckt, damit die Leute halt noch mit der Anleitung, dass man den Kopf nach links oder rechts halten muss, damit man das Gesicht erkennen kann und so. Also das hat sich halt, also viele Dinge haben sich halt eben von damals entwickelt nach heute. Wir haben den Newsletter, die Fido-News zum Beispiel. Wir haben, ich will jetzt nicht sagen, dass Ansi-Art der Vorgänger von einem NFT war, aber die Idee ist halt irgendwie so ein bisschen die gleiche, dass man halt eben Online-Kunst halt macht. Ne? Also ja, die Wurzeln sind halt da und das Problem ist halt, dass dieses Wissen halt immer weiter ausstirbt. Und wenn wir mit dieser Art oder auch mit den frühen Spielen, die wir hatten, die ja heute auch nicht mehr auf modernen Systemen laufen, wenn wir dieses Kulturgut weiterhin so behandeln, dann verschwindet das irgendwann. Wenn wir das mit Papier gemacht hätten, dann wären wir heute immer noch alle dumm und würden auf Steinen rumhauen. Also da sind solche Veranstaltungen wie das Vintage Computer Festival natürlich wichtig, um das dann halt mal zu zeigen, auch jüngeren Leuten. Und wir waren ja gestern auch schon den ganzen Tag hier und wir haben über 20 Leute gehabt, die das einfach mal ausprobiert haben bei uns, weil wir haben zwei analoge Modems da stehen, die machen auch richtig Krach und die verbinden sich und man hat eine echte Modemverbindung. Man kann sich dann in eine Mailbox einwählen, die auch live ist seit fast 10 Jahren und kann dann da halt eben mal einen Gruß da lassen oder kann halt mal gucken, wie viele Dateien da sind. Die Dateisammlungen sind in Mailboxen zum Beispiel auch riesig, weil man findet, also nicht riesig unbedingt, aber man findet halt seltene Sachen, die man halt nicht im Internet findet, weil die Dateien einfach von 1992 sind oder so. Die haben nie den Weg gefunden ins Internet und die liegen halt alle noch da. Wenn man dann eine aktive Userschaft hat zum Beispiel, die laden dann auch schon mal den Source Code der Apollo 11 Mission hoch. Also da finden sich halt schon echte Schätze. Das ist natürlich ganz, ganz aufwendig zu suchen, weil man hat selten eine Suchfunktion in der Mailbox und man kann halt nicht googeln. Die Informationen dazu zu finden ist halt auch schwierig, weil man kann sie nicht googeln, weil man den Informationsaustausch gemacht hat, bevor es Google gab oder das Web. Und deswegen ist es halt so schwierig, die Informationen halt zu verbreiten. Noch Fragen? Oh, bitte nochmal? Ich verstehe das ganz schlecht. Ach so, okay. Ja. Ja, ich bin auch am Start. Wer könnte sich denn vorstellen, sowas heute täglich zu benutzen? Täglich zu benutzen? Täglich nicht. Ja. Also, ich bin ganz böse,
Ja, die Leute finden teilweise Dateien auf ihrem Smartphone nicht. Ja, genau richtig. Ja. Aber es gibt auch Ausnahmen, das sind jetzt nur 0,001%. Aber ich nenne die dann immer Neuzeitflüchtlinge, die dann halt irgendwie den Weg finden, halt in die Mailbox, die dann halt da sind und total froh sind. Beispiel zum Beispiel ist eine Userin, die habe ich im Flugzeug getroffen, die hatte ein Docker-T-Shirt an und man sieht halt selten ein Mädel, was ein Docker-T-Shirt an hat. Also das ist eine Linux-Virtualisation. Und dann habe ich gefragt, so hey, was denn, ne? Und sie programmiert halt und so weiter und ihr habe ich dann halt von der Mailbox erzählt. Und sie hat sich jetzt einen Amiga 1200 gekauft, damit sie halt mit der alten Technik in die Mailbox gehen kann. Sowas gibt es halt. Dann haben wir, der ist in die Mailbox gekommen, da war er 14. Der ist tatsächlich zur Müllhalde gefahren, hat nach alten Computerteilen gesucht, hat die restauriert und ist dann damit online gegangen. Und da gab es dann auch das soziale Problem, wenn er dann in einem Chatabend war. Dann hat er gesagt, so ja, die Leute halt in meiner Klasse, die hassen mich dafür, so die finden halt, ich bin so total der Außenseiter und so, man bekommt halt sozialen Druck, weil man das halt irgendwie nicht benutzt. Ich bin halt so ein Typ, ich habe Threema und das war so ein SMS, ich habe halt keine WhatsApp und so weiter und ich merke das ja auch schon, dass ich kaum Leute erreiche. Also das täglich zu benutzen ist halt wirklich schwierig, aber es gibt tatsächlich Leute, die das sehr regelmäßig benutzen. Darüber werden auch Treffen organisiert. Es gibt auch Freundschaften, die da entstanden sind. Und es ist halt einfach eine Sache, wo man halt aufpassen muss, dass man den Kulturbezug halt nicht verliert, weil das ist halt das, wo so vieles halt herkommt. Und wenn ich Glück habe und 70 werde und das halt in 30 Jahren irgendwann mal ausgestorben ist, dann weiß keiner mehr, wo es herkommt. Weil wir haben es halt noch nicht auf Papier geschrieben oder sehr wenig davon auf Papier. Und man findet ja nichts darüber im Internet. Das ist halt das Problem. Ich mache lieber Videos. Deswegen liegen da auch Flyer aus. Da kann man sich das ganz gerne mal mitnehmen. Wir waren ja letztes Jahr hier und haben gefilmt, haben da Interviews gemacht und so. Auf dem Kanal gibt es zum Beispiel auch eine Tutorial-Reihe, weil man kann mit modernen Systemen heute in die Mailbox gehen. Da gibt es extra Terminal-Programme für und kann sich das Ganze dann halt mal angucken. Da gibt es, ich glaube, 5 Teile sind es inzwischen, wo das halt Schritt für Schritt erklärt ist, wie das halt heute geht. Also wer da tatsächlich Bock drauf hat, das mal auszuprobieren. Kaputt machen kann man in der Regel nichts. Wenn sich die Mailbox mal nicht meldet, dann merken die Leute das meistens innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde. Und es gibt halt sehr, sehr viel. Das ist halt ein eigenes kleines Universum, was halt nicht so wie das Darknet, sondern es ist halt einfach, es ist halt sehr Terminal-basiert und man macht das halt, aber man macht nichts anderes. Also viele Leute sagen, wenn sie dann halt in den Chatabend gehen oder wenn sie dann halt durch die Mailbox stöbern oder so, es geht kein Fenster auf, nichts blinkt, niemand will ja Cookie oder nein Cookie. Es ist halt einfach eine friedlichere Sache. So, ja. Also niemand will das heute täglich benutzen. Ja, das ist halt doof, okay. Dann habe ich noch einen shameless Plug am Ende. Ich habe vorgestern ein Interview gemacht im Gamorama in Luzern. Jemand hier aus der Nähe von Luzern? Zug, okay, alles klar. Komm her. Ich habe was für dich. Nimm dir da mal so 2 Flyer. Beide, ja. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Okay, danke. Freikarten fürs Gamorama. Das Gamorama zeigt halt die Spielgeschichte von den Anfängen. Das sind tatsächlich so alte Spielsteine, die man da halt irgendwie noch ausgegraben hat aus dem Mittelalter. Da fängt das an bis zur Neuzeit. Die haben zum Beispiel Virtual Boy da stehen, die haben alte Flipper da stehen, das sind eigentlich nur Holzkästen. Und auf jeden Fall mal einen Blick wert. Die werden auch noch größer nächstes Jahr. Ziehen nur 2 Häuser weiter, also ist dann nicht irgendwo ganz anders oder so, aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also mich hat das gestern echt umgehauen, was die alles da stehen haben. Deswegen, wenn jemand noch einen Flyer für die Mailbox-Szene mitnimmt, schaut euch auch mal das Gamorama an, weil ich finde das eine tolle Sache. Erhält halt auch die Gaming-Kultur und ich finde, sowas sollte unterstützt werden. Und wenn keine Fragen mehr sind, wäre ich dann tatsächlich auch fertig. Ja. Richtig. Kann man auf YouTube schauen, sind glaube ich 6 Teile. Super interessant von den Anfängen. Genau. Also die,
die zwei Bilder von den Erfindern der Mailbox waren aus der BBS Documentary. Die kann man sich anschauen. Die ist halt auf Englisch. Aber da sind auch ganz, ganz viele, wie soll ich das sagen, da sind ganz viele andere Sachen bei, wie zum Beispiel der Typ, der SIP erfunden hat oder LZH oder LHA und dann auch da vor der Kamera sitzt und fast weint, weil er ja irgendwie, ne, das war ja sein Source Code und so. Mhm, ja, also das wird halt aufgearbeitet, niemand macht das in Deutsch, außer ich, von dem ich weiß. Ja, also, ja. Genau, ja. Ja, sehr gerne. Und auf der offiziellen Seite kann man die DVD sogar gratis runterladen. Also von dieser BBS. Genau, und da gibt's auch noch eine ganz interessante Liste von Mailbox-Softwaren und die ganzen Interviews, die er gemacht hat. Also das ist auch so ein Fundus, wenn man nach Quellen suchen will, das ist eine gute Seite, ja. Genau, richtig. Dann vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn ihr Bock habt, kommt am Stand vorbei. Vielleicht nicht alle auf einmal, aber ihr könnt dann auch gerne mal in der Mailbox irgendwie rumsurfen, kein Problem. Wir machen das mit einem Amiga 500, der in einem ganz schönen durchsichtigen Gehäuse ist, komplett aufgemotzt, also das Hightech-Gerät überhin, was es halt gibt für einen Amiga 500. Und da ist ein Modem dran angeschlossen und da kann man den Handshake dann auch nochmal hören, wenn man Bock hat. Okay, danke. Ja.